Ich bin sehr gerne gekommen. Letztes Jahr hat es nicht geklappt. Da war ich im engsten Schwinger, als wir im Trainingslager waren und dann abgemacht für das Training. Eine Zeit machen wir so, ist ein Training, das wir bei den Schwingern auch machen. Wir machen zuerst machen wir Spiele zum Aufwärmen. Nachher machen wir so etwas für den Kopf, koordinativ. Nachher machen wir ein bisschen Kräftigung, Stretchen. Und am Schluss machen wir noch so ein Hit-Intervall. Das ist ein relativ intensives Lauftraining noch. Kurz, aber sehr intensiv dafür. Wurden wir gerade gegen Hinterchen und nachher vier Mannschaften machen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Also stehen wir schnell zusammen. Alle eins gehen zum orangen Hirtli. Alle zwei zum blauen. Alle drei hier zum gelben. Und vier nicht dort zum grünen. Komm, wir sind drin. Hey, nach vorne! Zweimal. Also machen wir das Leiterli hintum gar schliessen. Machen. 2, 3, 1, 2, 3. Wenn ihr mit dem gleichen Fuß vorwärts geht, ist es falsch. Merkt ihr es denn? Nicht zu viel zu dir, einfach machen. Okay. Matthias, wir sind hier Zwillinge, wenn du Schulkind. Machst du das eigentlich viel mit Kindern trainieren? Ja, es geht schon noch ab und zu. Also ich war jetzt das erste Mal heute mit Leichtathletikkindern eigentlich unterwegs gewesen. Und so schalbe gebe ich viele noch Schwingkurse bei Jungschwinger. Muss den Mohren gerade zu die Turnhalle leiten. Auch bei den Berner Oberländer Jungschwinger. Und da bin ich sonst eigentlich schon noch viel unterwegs und mache so noch. Und noch gerne, das ist eine Herzensangelegenheit für Kinder, die sich gerne bewegen. Aber dann bist du bist ja ziemlich viel unterwegs, wenn du in einen Haufen Schwingkeller gehst. Das ist ja so, aber es ist ja ein bisschen die Schäne am Job als Schwinger, kann ich sagen. Dass der Kind mit, ja, mit einer Stunde oder anderthalb Stunden Training eigentlich sehr viel Freude kannst machen. Und wie gesagt, ich mache das so gerne, das ist eine Herzensangelegenheit. Jetzt sind die aller entscheidende Frage, wie sieht man Matthias wieder im Sagmel? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, lassen wir es eigentlich ein bisschen offen. Also der Stand heute ist eigentlich, dass es sehr gut geht im Training. Ich bin fleissig im Schwingen, auch schon wettkampfmässig, praktisch gegen jeden. Und ja, jetzt kommt es so ein bisschen darauf ab. Wallenberg ist vielleicht noch ein bisschen frei, das sehe ich in der nächsten Woche. Und sonst sicher anfangs Mitte Mai habe ich so ein bisschen ein Ziel gesetzt. Und ja, dann werden wir es sehen, ob es dann aufgeht. Prima, du, ich wünsche dir alles Gute und wir freuen uns, dich wieder im Sagmelring zu sehen. Ja. Merci vielmals und eine gute Zeit. Merci auch vielmals, gleichfalls.